Herzlichen Glückwunsch 115 zum 10-jährigen Geburtstag. Die bundesweite Behördennummer feiert ein rundes Jubiläum. Auch hier in München ist das Service Center der 115 die erste Anlaufstelle für die vielen Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Und somit quasi Visitenkarte und Aushängeschild für den Erstkontakt zur Landeshauptstadt München. 29 Telefonagentinnen und Agenten sitzen hier am Rossmarkt am Telefon und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sie helfen bei verlorenen Gegenständen, Parkausweisen, Ummeldungen, Haustieren und vielem mehr. Rund 20.000 Mal im Monat. Wir sind halt ein telefonischer Auskunftsservice. Das hat halt den Vorteil, dass wir auf Rückfragen eingehen können. Das finden wir sehr gut. Also wir versuchen auch wirklich über die persönliche Ansprache rauszufinden, was der Bürger möchte und versuchen auch rauszufinden, ob er dann am Ende zufrieden war mit der Auskunft. Und das ist natürlich bei einem Telefonservice der Vorteil gegenüber einer E-Mail oder einem Chatbot. Und und wir bekommen ja auch hin und wieder die Rückmeldung, dass das gut war und positives Feedback. Und wir merken das halt auch, dass wenn die Bürger am Telefon halt freundlich sind, dass wir da auch eine gute Arbeit machen und das freut uns dann auch. Hier werden aber nur Fragen zur Stadtverwaltung beantwortet. Es gibt keine Rechtsberatung, touristische Auskünfte oder gar Wegbeschreibungen. Das Team ist bunt gemischt. Alle möglichen Professionen und Lebensläufe sind vertreten. Und auch Handicap. So sind zum Beispiel 4 Blinde im Team. Und manchmal dient das Service Center der 115 auch als Sorgentelefon. Wenn besorgte Bürger anrufen, also ich mache mir Sorgen, ich höre da immer ein Kind, dem geht es nicht gut. Oder auch einen älteren Bürger, jetzt gerade in der Corona-Pandemie, dass man sich Sorgen macht, dass ältere Bürger nicht versorgt sind. Dann würden wir das aufnehmen und an die entsprechenden Stellen bei der Landeshauptstadt München weiterleiten. Also gegebenenfalls an Sozialreferat oder an Hilfseinrichtungen. Was wir auch haben hin und wieder, ist, dass wir die Polizei einschalten müssen. Also wenn jetzt Anrufe reinkommen, wo wir sagen, da ist jemand in Gefahr oder wir denken, das muss man sich jetzt sofort anschauen. Also zum Beispiel auch Kindeswohlgefährdung. Aber auch wenn jetzt Drohanrufe reinkommen, dass ein Bürger androht, irgendwo eine schlimme Tat zu begehen, dann würden wir gegebenenfalls auch die Polizei einschalten. München ist bislang die einzige bayerische Großstadt des 115-Verbundes. Und das seit 2012. Erreichbar von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Okay.